Und bei mir ist Florian Steil. Florian, recht herzliche Gratulation zu dem 3-0-Sieg da im letzten Spiel. Wie gross ist der Stein, der jetzt euch da vom Herzen fällt? Jetzt sind wir Platz 4 und Europa League-Qualifikation. Ja, riesig natürlich. Wir haben uns sehr viel vorgenommen. Und gerade nach den verpassten Spielen, wo wir die letzten 2-3 Spiele hatten, wo wir sicher wo nicht zu unseren Gunsten gelaufen sind, wo wir auch nicht gut gespielt haben, ganz klar. Wir haben uns heute rehabilitieren und das ist uns sicher eindrücklich gelungen. Was hat für dich den Ausschlag gegeben für die Rehabilitation nach den beiden letzten Matchen, wo man nicht gut aussieht gegen Lausanne und gegen GC? Ja, wir haben die ein oder andere Sachen angesprochen im Training. Wir haben die Taktik sehr genau angeschaut, wie wir heute werden auflaufen und das hat sich heute ausgezahlt. Und ich denke, heute ist jeder ist für den anderen gegangen. Wir sind sehr kompakt gestanden und von einer sicheren Defensive haben wir nach vorne können umschalten. Jetzt für dich ein Abschied mit Wehmut. Der FCL ist in der Europa League. Du bist leider nicht mehr dabei. Wodurch zieht es der Florian Stahel? Kann man da schon mal etwas verraten? Nein, also es ist noch nicht klar. Es wird sich in den nächsten 1-2 Wochen wird sich das klären, wo sich nächste Saison spielt. Aber ich würde mir sicher noch Danke sagen dem FC Luzern für die grossartigen 3 Jahre, die ich da hatte. Und ich werde es nie bereuen, dass ich da war. Danke vielmals. Merci und den Applaus hat er verdient, der Florian Stahel. Ja, wir haben eine weitere Stimme. Adi Winter ist bei mir Goalschütz am heutigen Nachmittag und Assistgeber. Ja, 13-0, Adi. Ende gut, alles gut, kann man sagen. Ja, das war heute wirklich nochmal ein Herzstück gewesen. Ich glaube, es hat jeder unbedingt willen, das haben wir gesehen. Die Fans haben uns heute wirklich sensationell unterstützt. Ein riesen Dankeschön an die. Und ich glaube, gemeinsam haben wir das geschafft heute. Dank den Fans, dank eurer Leistung. Was bedeutet euch das? Rang 4 und Europa League Qualifikation? Ja, es ist natürlich sensationell, dass wir jetzt die Europa League Qualifikation geschafft haben. Wir sind überglücklich, wir sind todmüde und wir freuen uns jetzt auf die Ferien. Und heute noch ein bisschen feiern, das liegt schon noch drin. Ja, das können wir schon noch schnell ein bisschen anstoßen heute. Ja. Okay, merci Adrian Winter, nochmal herzliche Gratulation. Merci, gleichfalls. Und bei mir ist der Captain Michel Ränkli. Michel, herzliche Gratulation. 13-0-Sieg, Europa-League-Qualifikation. Und du hast auf dem grünen Rasen den Abschied geben. Ich glaube, so hast du es dir vorgestellt. Ja, es war perfekt heute. Da angefangen mit dem Wetter. Der Tag mit den Kollegen zusammen, die Vorbereitungen, es hat alles gepasst, glaube ich. Wir haben auch wirklich eine gute Reaktion gezeigt heute auf dem Platz. Es ist nicht selbstverständlich, dass man so eine Niederlagenserie in dieser Art und Weise beendet. Verdiente Qualifikation für die Euroleague, trotz allem. Gute Leistung auf dem Platz von mir und von der ganzen Mannschaft. Also, heute war wirklich perfekt gewesen. Beschreibe mal, wie sieht es in dir innen aus? Ein bisschen traurig schon, oder? Ich bin mal müde. Und der Rest wird sich der geben. Natürlich bin ich traurig, dass es vorbei ist. Das geht jedem so. Und dort muss jeder durch, auch ich. Und ich werde damit fertig werden. Ich habe genug Unterstützung. Und jetzt freue ich mich noch auf einen Abschluss auf 4. Und auch werde ich die nächsten Jahre die Ruhe um mich herum geniessen. Beschreib mir den Moment, die Auswechslung. Hast du gewusst, das war es jetzt von meiner Karriere. Wie war das? Ja, schön, dass ich so ausgewechselt werden mit dem Sieg. Und schön, wenn man die Reaktionen sieht, dass doch respektiert und anerkannt wird, was man leistet. Dass der Fußball halt doch nicht nur das Gehalt ist, sondern auch das, was man bringt und das, was bei den Leuten bleibt. Und von dem her war es ein sehr schöner Moment für mich. Wahrscheinlich wäre noch ein Töpfchen auf sie gewesen. Man hat es gesehen, du hast Freistoß geschossen, kommst auch noch zum Abschluss, wenn das Goal noch rein wäre, oder? Ja, es wäre fast zu viel gewesen, hätte ich müssen weitermachen. Von dem ist jeder froh, ist sie nicht rein. Und also ich bin zufrieden mit dem Spiel heute, danke. Okay, wir sind auch sehr zufrieden. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft und viel noch schön heute. Merci vielmals, Gratulation zum Sieg und für die Europa-League-Qualifikation. Michel Ränkli. Danke vielmals.